wenn wir was verändern wollen in der deutschen Filmindustrie, glaube ich, müssen wir sehr viel mehr nicht nur die Frauen anschauen, sondern uns auch Männer anschauen und schauen, was machen die. Und eine Variante ist ja zu gucken, stimmt das wirklich, dass Männer ökonomisch erfolgreicher sind und dass das deshalb sozusagen gelernt ist, Männer haben ein geringeres Risiko, die packen das, nehmen das Geld und machen daraus erfolgreiche Filme. Und ich habe mir angeguckt, wenn wir schauen, wie viel Filmförderung bekommt ein Projekt und wie viele Besucher hat es dann ins Kino gebracht oder getragen. Und wenn man das nur für die kommerzielle Filmförderung anschaut, sieht man, dass Frauen effizienter mit dem Geld umgehen. Also Frauen brauchen sehr viel weniger Geld, um eine Kinokarte zu erlösen. Also eine Kinokarte mit sehr viel Geld, weniger Geld, mit der Hälfte oder einem Drittel, die ein Mann braucht. Das heißt aber nicht, dass Frauen sich selber nur ausbeuten und mit weniger Geld klarkommen, sondern wenn man sich die Zahlen genau anschaut, heißt es, wir fördern ganz viele nicht erfolgreiche Männer. Wir verschwenden dort das Geld an nicht erfolgreiche Projekte und müssen überlegen, ob wir das wirklich wollen.